Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite. Die letzten zwei Runden waren ja, meiner Meinung nach waren die Runden richtig geil. Erste Folge weiß ich nicht mehr welcher Platz, zweite Folge war ich Zweiter. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Man sieht, auf Nummer sicher spielen bringt es wirklich in Fortnite. Das machen zum Schluss alle, die verstecken sich, warten bis nur noch 1-2 Leben, dann kommen sie raus. Sollen sie machen. Ich spiele da genauso, außer dass ich in der letzten Folge halt direkt drauf bin, wo die zwei sich da gefightet haben. Da konnte ich den letzten holen und dann bin ich leider weggesnackt worden. Mit so einer hässlichen Jagdschrotze, die ich immer noch nicht ab kann. Aber gut. Was will ich mehr? Ich war Zweiter, ich bin zufrieden. Ich muss nicht Erster sein. Ich muss auch nicht unbedingt Zweiter, Dritter, Vierter sein. Hauptsache, das Spiel macht Spaß. Und darauf gönnt Eivor sich erstmal ein Käffchen. Wer Eivor nicht kennt, Assassin's Creed Valhalla. Nice. Geiles Spiel, habe ich komplett durch. Zweimal. Samt allen DLCs, die es bis jetzt gibt. Einfach nur babamäßig das Spiel. Ganz schön schnuppe. Ich habe es nicht auf dem PC, sondern auf der PS4 gezockt. Ja, PS4, weil PS5 besitze ich leider noch nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Und wir sehen, hier gibt es weniger Bots, mehr Spieler tatsächlich. Okay. Wollen wir mal lunsen. Wo springen wir raus? Was haben wir überhaupt noch hier so für Meilensteinaufträge? Das mit den Angeln wird ja wohl nichts werden. Das hier unten, keine Ahnung. 20 Mal ein Tresor öffnen. Das sind 5, das waren ja 500 Mal, Alter. Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht mal, wo ein Tresor ist, aber ich weiß nicht, wie ich die aufkriege. Ist mir ehrlich gesagt shit egal. So, mal schauen. Ich werde mindestens 30. Bestplatzierung ist dann 20. Besser wird es in dieser Runde nicht werden. Ist immer so, wenn ich einmal richtig Lack habe, danach ist der Lack vorbei. So, hier unten gibt es immer versteckte Kisten, ne? Und Shield. Nice, nice. Und ein bisschen Muni ist auch gut. Los hoch mit die Ava. Ich hätte aber tatsächlich gerne noch eine schöne blaue Waffe. Tatsächlich. Eine Riftkugel ist auch nice. Also, oh, beschwere ich mich auch nicht. Ach, hier lag noch Heilspray rum. Guck mal, wir sind mitten in der Zone. Nice. Das gefällt mir doch alles. Baby. Ich könnte tatsächlich angeln, will ich aber nicht. Ich will zum Hausboot.
voll sind wir. Oh, nein, das nicht. Das da hätte ich gerne. Ich lasse tatsächlich mal die Riftkugel hier und ich höre eine große Kiste. Ach komm. Besser hier. Das Segel braucht keiner. Oh, immer schön XP sammeln. Nice, was ich hier hab. Geil, geil. Ah, die blaue Aug habe ich schon. Und jetzt muss es natürlich neblig werden. Gerade jetzt. Ich überlege, ob ich das Schild hier lasse und einen Angel mitnehme und doch noch ein bisschen Angel. Das lohnt sich hier gerade. Ja, nee. Softpacks, die würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. Hier einer rum. Aufrüstwerkbank. Hier waren auf jeden Fall welche. Die haben nur nicht alles mitgenommen. Oh. Easy, alles blau. Ha, ich werde gejagt. Cool, jetzt kommen sie gleich alle zu mir. Da werden sie ja gleich alle zu mir kommen. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Da habe ich doch schon den ersten gesehen. Wollen wir versuchen, den zu snacken? Das sind 30 da. Wie ich es gesagt habe.
Ja, was mache ich jetzt? Ach, komm, wir gehen mal. Vielleicht haben wir Glück und wir snacken den oder wir sterben. Mehr als sterben kann ich nicht. Wenn der überhaupt noch hier ist. Hat sich so angehört, als ob hier einer ist. Was ist denn das da oben? Ah, eine MK7. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Nicht unbedingt. Munition habe ich mehr als genug. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Da wollte ich rein. Uff. Gar nicht so einfach hier, wenn man gejagt wird. Zwei Minuten noch da hinten. Zu risky tatsächlich. Wenn er so frei übers offene Feld rennt. Na, das wär's ja gewesen, hätte ich den gesnackt. Kann es sein, dass es die meisten die Kopfgeldjagd gar nicht mehr interessiert? Hat für mich zumindest so den Anschein. Ja, 30 Sekunden noch, komm. Das überlebt Mike. Lol, überlebt, okay. So geht's auch. In die Zone kommt man nicht, das ist gut. Hier oben ist nix.
Ah, meine Auflösung reicht nicht bis dahin. Ja, okay, da hinten wird geschossen. Da rennt einer. Okay. Jetzt die Frage, von wo? Ah, die hat nichts Besonderes dabei. Die hat nichts Besonderes dabei. Scheiße, Sechster, aber immerhin. Nice, nice die Runde, muss ich sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye.